Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Hearts. Im letzten Part hat sich Naseweiß uns angeschlossen, wie wir es rufen können. Und wir haben ein neues Schlüsselschwert erhalten, nämlich die Feenharfe. Das wir gleich mal ausrüsten werden, da es stärker ist als das, was wir jetzt hatten. Also mal kurz schauen. Sonst haben wir eh noch nichts. Stimmt, wir haben auch noch das Gruppenability Gleiten erhalten. Mit denen wir, ja, wie eben gesagt, gleiten können. So, kurz schauen. Sonst hat die keine mehr AP übrig. Ja, und Tollwut haben wir auch noch erhalten, dass wir die Technik werden wir nicht ausrüsten. So, kurz schauen. Jetzt haben wir eh keine Techniken mehr. So, fliegen wir doch mal zurück nach Travers, daher wir einen neuen Navigummi haben. Wir haben das Navigummi nie gefunden. Wir sollten zurück nach Travers. Sid wird es uns anbringen. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Wer als Sieger hervorgeht, erhält etwas besonders Tolles. Tja, die Arena des Olymps hätten wir ja auch noch zum erledigen. Ich glaube, das... Ja, ich glaube, mit dem können wir jetzt mal anfangen. Da das, glaube ich, nicht mehr ganz so lange dauert. Dann müssten wir schon alle Kämpfe freigeschaltet haben. Mal kurz schauen. Ja, wir haben Herkules-Kopf, den Phil-Kopf, den Pegasus-Kopf. Okay, ein Kopf fehlt noch. Ah, da ist Herkules. Mal schauen, was er zu sagen hat. Trittst du an? Ich würde gern gegen dich kämpfen. Naja. Ja, mal schauen. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ist verschlossen. Das gelbe Triotech haben wir noch nicht erlernt. Oh, mal kurz speichern, da wir das, weiß ich nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben. Und dann treten wir doch mal beim Phil Cup an. Du kennst die Regeln, oder? Welcher Wettbewerb soll es sein? Der Phil Cup. Und nach welchen Regeln? Zu dritt. Ja, man kann auch entscheiden, dass man alleine gegen die ganzen Gegner kämpft. Aber das muss man nicht machen. So. Erst Gegner. Ja, es ist... noch sehr leichte Gegner, einfach da wir ein bisschen überlevelt sind. Und jeder Gegner mit einem Schlag tot ist. Oder besser gesagt besiegt. So. Könnte sogar sein, dass wenn wir das jetzt alles so gut schaffen, dass wir sogar den Phil Cup und den Pegasus Cup in dieser Folge noch schaffen. Oder vielleicht sogar den Herkules Cup. Mal schauen. Könnte sich ausgehen. Schauen, jetzt sind wir schon in den fünften Platz. Ha!
diesmal gegen die Hände von den ersten Gegner. So, dann schon der dritte Platz. Kurz das benutzt, um schneller durchzukommen. So, zweiter Platz und gleich schon beim Endgegner. So, und der letzte Platz. So. Ja, zumindest für den einen Cup sind wir Sieg Champions. Kraft der Sterne. Gravitas ist zu Gravitra geworden. Ich hatte nicht geglaubt, dass du das schaffst. Nicht schlecht. Phil, du bist stur wie immer. Tu nicht so, als würde es dich nicht freuen. Mein Junge, du hast noch einen langen Weg vor dir. Die nächsten Runden beginnen bald. Da geht es richtig zur Sache. Genau. So, dann mal den Pegasus Cup starten. Auch wieder zu dritt. So. Und man sieht auch, dass der erste Cup, nachdem man im Tiefdschungel fertig geworden ist, als bei Tarzan, stattfindet. Und der Cup, glaube ich, war bei... Ich weiß gar nicht mal. Entweder war es nach Halloween Town oder nach Atlantica. Da wir jetzt auch die Geister hier haben und die Gegner von Agrabah. Das sollte trotzdem alles kein Problem sein, da wir, wie gesagt, ein bisschen überlevelt sind. Jetzt haben wir wieder diese Krüge. Ich weiß gar nicht, haben wir die andere Attacke schon? Nein, ich glaube noch nicht. Und später gibt es noch eine Attacke, mit der man Luftgegner sehr schnell besiegen kann. Ich glaube, dass wir die noch nicht besitzen. Tja, mit dem Sonic-Stoß kommen wir gegen die
Gegner am Boden sehr schnell voran. Ah, das sind wieder so Giftfungis da. Zum Glück geben die noch ein paar Erfahrungspunkte. Das sind auch die besten Gegner, die man leveln kann. Egal welches Level das man hat. Die geben immer sehr viel, wie man sieht. Pegasus Cup schaffen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Der letzte Gegner. Mal schauen. Ah, Yuffie und Leon. Tja, die sollten eigentlich auch kein Problem sein. Kurz ein bisschen Ether benutzen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer von den beiden der nervigere war. Ich glaube, dass Leon der nervige Gegner ist. Da man Yuffie sehr einfach betäuben kann. Indem man ihr Schuriken zurückwirft. So, und jetzt noch Squall besiegen. Für die bekommen wir auch jeweils 400 Erfahrungspunkte. Ist auch sehr schön, Sümpchen. Kurz nachdenken. Das war großartig. Scheint, dass Phil einen neuen Helden trainiert hat. Ist Stärke das Wichtigste für einen Helden? Was du wirklich brauchst, ist ein starkes Herz. Wie bekommt man nun ein starkes Herz? Wenn du die Antwort nicht weißt, bist du kein Held. Sprich nicht in Rätseln. Das ist kein Rätsel. Tja. Mal kurz schauen. Nicht benutzen. Sondern mal kurz bei Sora abgeben. Wir könnten jetzt noch den Herkules Cup machen und ich überziehe einfach die Folge. Na, ich glaube, das mache ich schnell mal. Mal schauen. Wird die Folge einfach ein bisschen länger als sonst.
Und wir machen dann Herkules Cup, dann haben wir nämlich diese Welt auch soweit fertig. Schattenlöcher sind natürlich kein Problem für uns. Fliegende Gegner sollten eigentlich auch kein Problem sein. Aber hier sind ja auch schon die Gegner vom Nimmerland auch da. Und mal schauen, ob wir die auch noch besiegen können. Okay, das sind jetzt noch einfache Gegner. Direkt am Anfang. So, ja, wie gesagt, das sind jetzt schon die Gegner von Nimmerland. Okay, die sind auch kein Problem. Dann auch immer machen solltest, heilen, zumindest bei diesem Cup hier. Ah, okay, ein normaler Fungi. Obwohl, das ist ein Sternfungi. Wie ging das noch über dem einfach? Ah, ich weiß schon wieder. Man muss den nach oben werfen. Ja, und da haben wir wieder Cloud als Gegner. Also einen Stoß können wir auch. Ja, jetzt hat er seine verstärkte Form benutzt. Erfahrungspunkte für Cloud. So. Ja, und das Schlüsselschwert Chocobo erhalten. Auch vorher schon sagen wollte, ist, dass man in der Arena eigentlich sehr gut trainieren kann. Auch jetzt noch, da eben die ganzen größeren Gegner wie Yuffie, Cloud, Leon immer sehr viele Erfahrungspunkte geben. Sind wir schon wieder beim vorletzten Gegner. Ja,
Cassie hat zum Bodengegner hier ausgeschaltet. Und dann macht die Gegner in der Luft. Kurz wieder heilen. Immer das Nervige an diesen Gegnern, wenn sie die Bomben abwerfen kann, sind sie nicht aus der Reichweite. Also sie geben schön viele Erfahrungspunkte. So, Komponente natürlich verklappen können. Verdammt. Ja, okay. Gut gemacht, Donald. Und natürlich der letzte Gegner. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Warte, Herkules. Einer gegen einen? Du meine Güte, was für ein Angeber. Was sollen wir machen? Ihn allein lassen, schätze ich. Viel Glück, Sora. Ich werde dich nicht schonen. Genau. Dann bei Herkules muss man einer gegen einen kämpfen. Und immer wenn es so leuchtet, kann man ihn nicht angreifen, da er unverwundbar ist. Schön abwerfen. Ah, das ist ein gemeiner Angriff. Allerdings danach kann man ihn leicht treffen normalerweise. So. Da nicht so ein bisschen rumtaumelt. So. Ah, verdammt. Immer schön wegrollen. So, mal kurz ausspinnen lassen und dann die komplette Breitseite geben. So, was sind die Kisten? Oder Fässer besser gesagt. Ah, verflucht. Jetzt hat sie sich nochmal in Gott-Modus gemacht. Ach, komm schon. Ah, besiegt. So. Haben wir das auch geschafft. Wie hat Herkules Schild erhalten? Wow! And I didn't even hold back. Now I finally know what you mean about strength of heart. Mine comes from Donald and Goofy. Come again? If we stick together, we're unbeatable. Not even Hercules stands a chance.
With these guys beside me, I'm ready for anything. But that's not exactly what... Of course. Your friends give you strength. Isn't that right, Phil? The three of you together make great heroes. And as a team, I'm sure you can overcome anything. Heroes erhalten. Die gelben Trio-Techs erlernt. Okay. So, mal schauen, was das jetzt gebracht hat. Tja, und damit hätten wir auch das Schlüsselloch hier versiegelt. So, allerdings bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst wie immer eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Part von Kingdom Hearts. Ciao!